Hier ist die Paragraphen, Silvia. Die mit der Birne, damit dir ein Licht aufgeht, und die mit dem 3H-Coaching. Herz, Humor und Hirn sind da beteiligt. Und wir sind hier bei Frequently Asked Questions. Und ich werde öfter gefragt, weil ich ja die Rechtsanwältin bin, die nicht streitet, was ich denn eigentlich für eine Coaching-Ausbildung habe. Weil ich nenne mich ja juristische Coach. Ist ja ein nicht geschützter Begriff. Also der Begriff Coach ist schon nicht geschützt und juristischer Coach schon gar nicht. Und ich habe vor 30 Jahren oder 40, 40 mal tatsächlich ein Jurastudium absolviert und auch beendet. Und auch eine Referendarzeit gemacht. Also eine juristische Ausbildung habe ich ganz komplett. Und dann hat mich das Leben ausgebildet. Und außerdem habe ich auch eine Coaching-Ausbildung mit Zeugnis. Ich habe unzählige Seminare gemacht, bin aber kein Papierjäger mehr. Ich brauche keine Dokumente. Und die Menschen, die mit mir arbeiten, haben den Fokus auch nicht auf den Dokumenten, sondern die gucken lieber auf die Bewertungen und sprechen mit den Menschen, die Erfahrungen mit mir gemacht haben. Aber ich habe tatsächlich eine Coaching-Ausbildung und das ist eine Hypnose-Ausbildung. Und das kam so, das hatte gar nichts mit, jetzt mache ich mal eine Fortbildung für den Beruf, damit ich spezialisiert bin und so. Damit hatte das gar nichts zu tun, sondern es hatte was damit zu tun, dass ich damals noch ein großes Aneurysma an der Aorta kurz vor einer Herzklappe hatte und eine Zahn-OP bevorstand. Und der Zahnarzt gesagt hatte, also das mit der Narkose, mit ihrem Aneurysma, das wird aufregend. So, und aufregend habe ich nicht so gerne. Ich habe es gerne einfach. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das unaufregender gestalten kann. Und indem ich die Dosierung, die für die Betäubung notwendig war, reduziere, am liebsten auf null. Und da bin ich auf Hypnose gekommen. Und dann habe ich beim Jan von Berg, der glücklicherweise einer der besten, den es gibt, aber das ist bei jedem subjektiv. Guck einfach mal auf seine Seite, ich verlinke das. Dann startete auch gerade ein Ausbildungslehrgang und den habe ich dann auch mitgemacht. Und dann habe ich danach, bin ich, oder zwischendurch, das waren mehrere Teile, zwischendurch bin ich schon mal zum Testen zum Zahnarzt gegangen und habe Behandlungen ohne Betäubungsspritze über mich ergehen lassen, beziehungsweise das ging wirklich von Mal zu Mal besser. Und dann schließlich diese große OP mit einer ganz niedrig dosierten Beruhigung und alle waren bereit, um mir was anderes zu geben, wenn ich das nicht schaffe mit der Hypnose. Aber Selbsthypnose ist eins der wundervollsten Tools, die es gibt. So, und dann kommt das Leben. Dann kann ich das also mit der Hypnose. Also, ich habe das Papier, dann kann ich das ja noch nicht. Also, dann muss ich es ja noch 100.000 Mal üben. Und ja, ich merke dann, dass die Sprache einfach das Instrument ist für die Hypnose. Und dann fällt mir auf, wie sehr wir uns alle Tag für Tag hypnotisieren. Und dann ist vor ein paar Jahren der erste Kurs entstanden, was du dir für Geschichten erzählst. Den kannst du dir bei Elopage gibt es den auch. Und da gibt es, inzwischen habe ich den ein Jahr später nochmal gemacht, gibt es den zweiten Teil. Kannst du dir mal gucken, in was für Lebensbereichen, was es alles für Varianten gibt, was wir uns für Geschichten erzählen. Unglaublich. Und diese Geschichten, die wir uns erzählen, das sind alles Hypnosen, Selbsthypnosen. Wenn ich mir erzähle, ich kann das nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht schaffe, relativ groß. Wenn ich mir erzähle, wenn ich mir zum Beispiel die Frage stelle, warum kann ich das, dann werden mir Lösungen einfallen, die dazu beitragen, dass ich das in Kürze können kann. Und noch viele, viele andere Varianten. Was stellst du dir für Fragen so überhaupt? Das ist noch so ein Unterkapitel, was ich gerne mache. Da habe ich einen Kurs, wer fragt, der führt tatsächlich, weil ich mir auch jahrelang die falschen Fragen gestellt habe, zum Beispiel wie, warum immer ich? Oder
Warum schaffe ich das immer wieder nicht? Wieso passiert immer das Gleiche? Alles geht in den Bereich der Hypnose. Hypnose ist die Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und wenn ich die lebendig halte und wenn ich damit umgehen kann, Entschuldigung, mir ist vorhin was reingeflogen, wenn ich die Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein habe, dann kann ich meine Ziele erreichen und ganz andere Entscheidungen treffen. Und es kommt nicht immer wieder der Günther, der innere Schweinehund, aus dem Unterbewusstsein hoch und sagt, nee, 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 heute nicht und du nicht und so. Ja, also das ist das, was ich mit der Hypnoseausbildung in den Griff bekomme. Mit der Hypnoseausbildung, das hat sich alles erst später herausgestellt, was ich jetzt hier erzähle, ja? Mit der Hypnoseausbildung werde ich ja die Chefin in meinem Gedankenkarussell da oben. Weil dann kann ich entscheiden, weil ich weiß, wie Gedanken entstehen und wie Gedanken wirken, kann ich endlich mal wirklich frei entscheiden und nicht, weil die Menge es so macht, weil man es so macht, weil es angeblich besser ist oder wie auch immer. Oder mein Gefühl sagt, oh, ich kann es entscheiden, weil ich diese Schwelle zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein easy peasy nehmen kann. Ja? So, und jetzt kommen wir zu dem, weshalb ich dieses Video hier überhaupt mache. Ich glaube, dass das Leben ja, das weißt du auch, verläuft immer in Wellen. Also das geht jetzt nicht so, ne? Sondern es geht tatsächlich so. Und dieses Thema Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, Handlungen, das kommt in meinem Leben immer wieder vor. Und die Menschen, die mich beauftragen, tragen ja immer wieder neue Aufgaben und Fragen an mich heran. Und die Lösungen werden immer besser und immer schneller, dadurch, dass ich die Verbindungen, diese ganzen Verbindungen, die sich gebildet haben durch die Fälle vorher, beim neuen Mandanten, der jetzt kommt, einsetzen kann. Jetzt habe ich den letzten Kurs, habe ich ja zum ersten Mal eine Blind Offer ins Leben gerufen. Das heißt, ich habe was verkauft ohne und ihr konntet das kaufen, ohne dass ihr wusstet, was das ist, weil ich mal testen wollte, wer hat wie viel Vertrauen, wie viel Reichweite habe ich eigentlich schon, wer kennt mich eigentlich so als die Anwältin mit der Birne, die anders arbeitet, die ohne Streit arbeitet und so. Dann habe ich eine Blind Offer gemacht und mit der Blind Offer habe ich dann eine elegante Bauchlandung dergestalt gemacht, dass ich festgestellt habe, okay, ich habe noch viel zu wenig Reichweite. Das kann mehr werden. Ihr dürft gerne meinen Happy Letter abonnieren, damit ihr jede Woche erfahrt, was es bei mir so Neues geht. Gibt. Spielt aber gar keine Rolle, denn wenn ich eine Bauchlandung mache, dann stellt sich für mich nur die Frage, was geht jetzt noch besser? Ich werde also ständig und immer neue Ideen haben. So, und jetzt ist das mit der Kurs, die Blind Offer. Hier ist ja inzwischen eine sichtbare Offer. Das heißt, du weißt, du kannst den jetzt kaufen. Seitdem läuft es auch deutlich besser. Du kannst den jetzt kaufen und weißt, was es ist. Und zwar ist das der Kurs, der hat jetzt gerade eben einen neuen Namen bekommen. Den verrate ich nicht, aber es geht um Gewohnheiten. Ich werde den Namen jetzt gleich ändern. Und die Gewohnheiten sind die Schwestern der Hypnose, weil es ist egal, ob du dir Geschichten erzählst. Auch Geschichten erzählen, die ich mir erzähle, sind Gewohnheiten. Und die Frage ist, wann entsteht sowas? Wie entsteht sowas? Wie werde ich das wieder los? Oder kann ich das verändern? Oder wozu ist das gut? Also rund um Gewohnheiten gibt es tausend Fragen. So, und dann habe ich in diesem Kurs alles zusammengetragen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt wusste. Und dann habe ich das gemacht, was meine Internetkurslehrerin mir geraten hat, nämlich die Anna Nin. Die hat gesagt, mach erst mal, starte mit dem Kurs und mach da rein, was du weißt. Und wenn die Leute kaufen, 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 dann kannst du den Kurs immer noch
weitermachen, fertig machen mit dem, was du dazulernst. Das ist ja in Internetzeiten eine wunderbare Sache. So, und jetzt ist also der Kurs da und der läuft und die Menschen kaufen ihn und lernen und stellen Fragen und es ist total schön. Also Gewohnheiten sind wirklich der Schlüssel zu einem entspannten Leben. Wenn ich verstehen möchte, warum die Dinge in meinem Leben so passieren, wo ich sage, was war das jetzt wieder? Das liegt garantiert an irgendeiner Gewohnheit. Aber jetzt, Kurs ist fertig, in der Welt und, und. Und dann schlägt mir Audible, also da gibt es ja diese Instanz, diese künstliche Instanz, die sich dann nennt künstliche Intelligenz. Also ich finde, das ist eine künstliche Instanz. Ich bin aber ja auch Juristin im Hintergrund. Die stellt mir auch bei Audible, ich höre ja gerne Hörbücher, stellt die mir Sachen vor, die ich hören sollte, die meinen Interessen entsprechen. Und dann schlägt die mir ein Buch vor. Das fängt an mit 1%. Ich habe es jetzt auch bestellt, weil das gehört auch wieder zu den Sachen. Gibt es immer mal wieder bei mir. Wird auch eine Rezension kommen, mittwochs in der Leseliebe. Es gibt immer wieder Bücher, die habe ich als Hörbücher und die brauche ich auch noch mal so zum Bearbeiten, weil Wiederholung, du kennst das VW-Prinzip, gute Vorbereitung, mehrfache Wiederholung und dann sitzt das. Ja, also irgendwas mit 1%. Und zwar geht es darum, dass du Erfolg hast und der Erfolg, den du dir wünschst, und das liegt nicht an, oh, Gott weiß, was für Investitionen, Gott weiß, was für Dinge, die du in deinem Leben verändern musst oder wie viele Seminare du noch machen musst, wie viele Leute du einstellen musst, sondern es liegt an deinen Gewohnheiten. Und wenn du, ich habe auch schon mal so ein Video gemacht, aber intuitiv alles, ohne das wirklich zu verstehen, da habe ich gesagt, wenn du jeden Tag dir etwas Neues beibringst oder lernst, dann hältst du dein Gehirn beweglich und dann ist das leichter auszubauen. Ja? Und diese 1%, um die es geht, wenn du wachsen möchtest und große, große, große neue Ziele schnell erreichen möchtest, dann braucht es nur klitzekleine 1% Veränderung, aber Achtung, Tag für Tag für Tag für Tag. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu meinen im Oktober 4 Jahren ohne Alkohol. Das war tatsächlich die Formulierung Tag für Tag, war das, weshalb mir nach den 30 Tagen das total eingeleuchtet hat, dass ich das für immer haben möchte. Jetzt kommen wir mal, jetzt machen wir einen ganz rasanten Wechsel, der für dich aber, weil du mir wahrscheinlich zuhörst, weil du in Familiensachen auf, wegen Familiensachen auf mich gestoßen bist. Und dieses Tag für Tag, wenn du eine gute Beziehung haben möchtest, eine lange Ehe, dann machst du, dann entwickelst du mit deiner Partnerin oder deinem Partner Gewohnheiten, die du Tag für Tag oder Monat für Monat wiederholst. Und zwar gute Gewohnheiten, die eurer Beziehung gut tun. Ich weiß noch, als Tobias Beck in irgendeinem Seminar erzählt hat, dass er mit seiner Frau einmal im Jahr zum Flughafen geht und dass sie dann mit dem Finger, ich weiß nicht mehr welches, aber den vierten Flug, dafür kaufen sie sich ein Ticket und da fliegen sie hin. Die fahren nicht mehr nach Hause packen oder sowas, sondern reines Abenteuer. Das haben die einmal im Jahr gemacht. Und das ist eine Gewohnheit, die die Beziehung fördert. Die, okay, die ist ein bisschen ungewöhnlich, aber spielt ja gar keine Rolle. Alle Beziehungen sind so ungewöhnlich wie die Partner. Ja? Gewohnheiten sind der Schlüssel für, das sind ungeschriebene, das sind unsichtbare, unbewusste Gesetze, die du dir selber gibst in deinem Leben. Wenn du etwas immer wieder machst, denkst nachher nicht mehr nach, also oder denkst du morgens noch nach, wenn du die Zähne putzt, kommt doch gar nicht in Frage, dass du dir die Zähne nicht putzt, hoffe ich jedenfalls. Also, meine Lieben, ja, ich habe eine Coaching-Fortbildung und die ist im Bereich der Hypnose, weil ich glaube,
Aber das habe ich mir erst später so erklärt und kann ich euch jetzt so verkaufen. Entscheidend, wie wir mit Veränderungen in unserem Leben umgehen, sind die Entscheidungen, die wir treffen. Das ist ein blöder Satz, ne? Entscheidend sind die Entscheidungen. Ist aber so, ja? Das Wichtigste sind die Entscheidungen. Wenn du eine hohe Energie hast, kannst du gute Entscheidungen treffen. Und gute Entscheidungen triffst du viel leichter, wenn du gute Gewohnheiten hast. Und wenn du in Bewegung bleibst und immer Neues dazulernst, dann bleibt auch dein Gehirn beweglich. Und ich habe nach dem Abitur gesagt, oh, ich muss nichts mehr lernen. Ich habe jetzt einen Führerschein gemacht, und jetzt fange ich ein Studium an, aber ach, nee, lernen will ich nichts mehr. Das lag daran, dass ich das Lernen nicht genossen habe und lachend lernen war mir überhaupt kein Begriff. Und heute geht das gar nicht mehr anders. Und Faden verloren. Das kennst du bei mir, wenn du bei mir im Coaching bist. Da musst du mir helfen, wie ich da wieder hinkomme. Also, halt dein Gehirn beweglich und dann lerne, lerne, lerne. Denn die Herausforderungen, die werden wachsen und es werden immer wieder andere sein. Wenn ich hingehe und sage, ich lerne nicht mehr, dann wird das nicht funktionieren. Sorg dafür, dass das Lernen dir Freude macht. Bilde dir neue Gewohnheiten, wie das Lernen dir Freude machen könnte. Fang mal an, meinen Kurs zu kaufen, dessen Namen ich dir jetzt unten. Nee, der steht ja oben schon in der Anzeige dann. Also, Gewohnheiten. Richtig, richtig toll, damit dein Leben aber so einfach wird. Sollte kurz werden. Das hat wieder nicht geklappt, Frau Schodruch. Da müssen Sie sich jetzt verurteilen. Nee, muss ich nicht. Das ist eben so. Und ich glaube, da war so viel Wichtiges für dich dabei, dass du die Länge ganz gut ertragen konntest, oder? Schreib mir gerne was in die Kommentare und ich wünsche dir ein zauberhaftes Wochenende. Ciao, ciao.